Über die Plattform für Erasmus Plus und das Europäische Solidaritätskorps können Sie Ihre Organisation registrieren. Loggen Sie sich dafür zunächst mit Ihrem EU-Login ein. Überprüfen Sie im Reiter Organizations mit der Suchfunktion, ob Ihre Organisation bereits angelegt wurde. Werden keine Ergebnisse angezeigt, können Sie mit der Registrierung starten. Das Registrierungsformular besteht aus 4 Abschnitten. Füllen Sie nacheinander alle Pflichtfelder aus. Die Hilfetexte geben Ihnen nähere Informationen. Die Umsatzsteuernummer, auf Englisch VAT, müssen Sie nicht angeben. Ergänzen Sie dafür bitte die offizielle Registrierungsnummer Ihrer Organisation. Sind alle Felder ausgefüllt, erscheint im Seitenmenü ein grünes Symbol. Ergänzen Sie im zweiten Abschnitt die offizielle Adresse Ihrer Organisation. Nennen Sie uns die zuständige Kontaktperson. Um Ihnen die Eingabe zu erleichtern, können Sie die Telefonnummer und die Anschrift Ihrer Organisation automatisch übernehmen. Legen Sie im Bereich Users eine Person an, die Ihre Organisationsdaten verwalten soll. Der Zugriff ist zunächst auf die E-Mail-Adresse beschränkt, die Sie eingangs für den EU-Login benutzt haben. Diese Adresse kann nicht geändert werden. Verwenden Sie daher für die Erstanmeldung beim EU-Login möglichst eine allgemeine Büroadresse. Auch hier können Sie die Anschrift und die Telefonnummer übernehmen. Übermitteln Sie nun Ihre Daten, um Ihre Registrierungsnummer, die sogenannte OID, zu erhalten. Außerdem bekommen Sie eine Bestätigungs-E-Mail. Für den Abschluss Ihrer Registrierung schauen Sie sich den zweiten Teil des Videos an.